In Amstetten gibt es den ersten großen Saisonhöhepunkt für die heimischen Leichtathletikasse. Gemeinsam statt einsam ist das Motto bei den Staatsmeisterschaften der Vereine. Eines vorweg, die Leistungen aller Beteiligten, die sind gleich zum Saisonstart hervorragend. Bei den Damen ist Titelverteidiger St. Pölten nicht dabei, weil Ivona Dadic und Viola Kleiser verletzt sind. Bei den Herren da fehlt Dominik Distelberger, auch der ist angeschlagen. Pro Sieg in einem Bewerb gibt's 12 Punkte für einen Verein, der zweite bekommt 11 Punkte und das setzt sich dann nach unten bis zu einem Punkt fort. Wir beginnen diese Titeljagd mit dem Titelverteidiger SVS Leichtathletik aus Schwechat. 26 Mal haben die Schwechater den Vereinspokal schon geholt. Damit sind sie Rekordsieger und es beginnt auch diesmal gut. Dominik Hufnagel gewinnt die 400 Meter Hürden. Seine Zeit 51,47. Das ist der erste Tagessieg für die Schwechater und ein guter Saisonstart für Dominik Hufnagel. Mit dem ersten Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Also es ist der Auftakt. Also ich habe mir nicht viel erwartet, dass das alles eben flüssig läuft, es ist okay gewesen, noch ausperfekt natürlich. Und jetzt schauen wir da eben in den nächsten Wochen, dass das besser wird und ja. Was sind einmal die weiteren Ziele für heute, für diese Vereinsmeisterschaften? Für heute, also mit der SV Leichtathletik gewinnen, hoffentlich, bei den Männern und bei den Frauen. Also wir werden auch in den nächsten Stunden sehen, ob das möglich ist oder ob wir da vielleicht etwas mehr kämpfen müssen. Und ja, also auf mich, ansonsten wartet halt noch die Staffel am Ende. Wir erhöhen das Tempo, verkürzen aber die Distanz. 100 Meter der Männer und da gibt es einen klaren Favoriten. Markus Fuchs vom ULC Mödling. Der hat schon die Europameisterschaft in Berlin im Sommer im Blick und er startet mit einem Sieg und starken 10,64. Markus Fuchs startet mit 10,64. In die Saison ist das ein guter Start. Ja, für mich auf jeden Fall der beste Start, den ich in den letzten Jahren hinlegen konnte. Auf das kann man auf jeden Fall aufbauen. Ich freue mich schon auf die nächsten Rennen, werde jetzt die nächsten drei Wochen gleich mal in Deutschland starten. Und ich hoffe natürlich, dass die Zeiten dementsprechend dann auf jeden Fall schnell wieder runtergedrückt werden. Was war denn die Basis für diesen guten Saisonstart? Ich habe schon auf jeden Fall schon eine solide Halle in den Beinen und habe jetzt super trainieren können, viel an der Technik gearbeitet, vor allem auch am Start. Das habe ich jetzt endlich einmal ausgebessert, wo ich die Fehler in der Halle noch hatte. Und jetzt hoffe ich, dass das auf jeden Fall noch viel besser wird. Ja, man merkt schon, Vorfreude ist groß auf die Saison. Was soll denn alles kommen heuer? Ja, also ganz großes Ziel natürlich Berlin, heuer draußen Europameisterschaft. Möchte ich über die 100 und die 200 Meter heuer am Start stehen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich schon riesig drauf und bin sehr optimistisch, dass auf beide Distanzen das Limit machbar ist auf jeden Fall. Ja. Ein alter Bekannter in der Leichtathletik-Szene meldet sich dann über die 1000 Meter zurück. Nikolaus Franzmeier hat sich nach vielen Verletzungen wieder nach vorne gearbeitet. Er holt mit seinem Sieg in 2:28.42 wertvolle Punkte für seinen Verein, für die Zehnkampf-Union aus Linz. Es war erst Anfang der Saison und es ist aber trotzdem schon recht gut gegangen. Ich habe meinen Soll erfüllt, also möglichst viele Punkte für meinen Verein erbracht und ja, jetzt schauen wir, was die anderen noch so drauf haben und ja, bin gespannt, was dann am Schluss rauskommt. Ist ja aus Vereinssicht, glaube ich, generell ein Tag, mit dem man sehr zufrieden sein kann. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe meine Teamkollegen, meine Vereinskollegen eben jeden Tag hart trainieren und an so einem Tag, da ist einmal nicht Leichtathletik als Einzelsport, sondern ist ein Mannschaftssport und das schweißt natürlich halt dann voll zusammen. Vor dem abschließenden Staffellauf sammeln die Schwechater Herren und die Athleten der Linzer Zehnkampfunion die meisten Punkte. Bevor wir ins Finale gehen, widmen wir uns aber den Damen, denn auch da gibt es hochklassige Bewerbe. Sarah Lager beginnt einen sehr guten Tag mit einem Sieg im Hochsprung. Sie startet auch für die Linzer Zehnkampfunion und gewinnt mit einer Höhe von 1,74 Meter. Die Junioren-Weltmeisterin kann mit dem Saisonstart also mehr als zufrieden sein.
Denn danach folgen auch noch Siege im Speerwurf und auch im Kugelstoßen. Das ist mein erster Hochsprungwettkampf in der Saison und ich sehe es einfach alles als Vorbereitung für Götzis und bin voll zufrieden damit. Wie ist jetzt so der weitere Formaufbau für die großen Saisonhöhepunkte? Also heute fahren wir gleich am Abend nach St. Moritz in die Schweiz auf Höhentrainingslager. Da werde ich dann bis kurz vor Götzis bleiben. Dort werde ich meinen ersten Mehrkampf machen, dann noch ein paar Wettkämpfe in Österreich und dann ist die U20-WM mein großes Ziel das Jahr. Mit Weltmeisterschaften haben Sie ja gute Erfahrungen gemacht, oder? Ja, keine schlechten. Ist da die Erwartung für heuer wieder? Also die Erwartung von außen ist sicher hoch, aber ich versuche, dass ich mir keinen Druck mache. Ich werde wieder um die Medaillen voll mitfighten, werde alles geben und dann sehen wir, was rauskommt. Dieser Junioren-WM-Titel hat das was bewirkt in der Karriere, was verändert, der erste? Ja, es war ein Riesenmoment für mich, also der schönste Moment natürlich bis jetzt in meiner Karriere und den Hobby, den kann mir keiner mehr wegnehmen und jetzt geht's weiter. Sarah Lager kämpft noch um das EM-Ticket für Berlin, das hat neben Ivona Dadic auch Verena Breiner bereits fix, die sehen wir hier im Einsatz. 14,11 Meter lautet die Topweite für die Siebenkämpferin der Union Ebensee. Keinen Fixplatz hat Karin Strametz, die ist in Amstetten außer Konkurrenz dabei. Ihr Verein ist nicht am Start, aber sie will sich Wettkampfpraxis holen und das macht sie gut. 6,25 Meter im Weitsprung bedeuten die Tageshöchstweite. Viel Zeit zum Erholen hat Strametz aber nicht, denn wenig später läuft sie die 100 Meter Hürden. Und auch das macht sie gut, Platz 2 hinter Verena Breiner. Breiner gewinnt in 13,67, Strametz läuft 13,70. Persönliche Bestleistungen für beide. Ich habe jetzt Trainer gewechselt und technisch ist sehr, sehr viel weitergegangen. Es hat noch nicht alles hin, aber ich bin erst seit einem Dreivierteljahr jetzt dort. Und ja, ich glaube, dass ich da sehr, sehr viel lernen kann, auch im Training mit der Ivona Dadic. Und ich glaube, dass mir das sehr hilft, mich weiterzuentwickeln. Das ist ja ein Luxusproblem für Österreich sozusagen, dass wir so viele gute Mehrkämpferinnen haben. Ist das auch mit Ivona Dadic in diesem Sog da mitzuarbeiten? Ja, also sie macht dann wirklich sehr, sehr stark. Ich kann extrem viel von ihr lernen, auch die ganze Einstellung. Und es motiviert mich einfach wirklich, mit ihr zu trainieren. Strametz hofft noch. Verena Breiner hat ihre EM-Teilnahme, wie gesagt, sicher. Die Dame mit der Nummer 266 liefert in Amstetten insgesamt 3 persönliche Bestleistungen. Ich habe versucht, meine Trainingsleistungen jetzt abzurufen und einmal schauen, wo ich stehe. Und es ist sehr gut gelaufen. Ich bin glücklich und jetzt kann ich auch mit Selbstvertrauen nach Götzis fahren. Woran muss man noch arbeiten Richtung Götzis und was klappt schon besonders gut? Ja, auf jeden Fall nur ein bisschen die spritzig werden, weil wir haben jetzt doch noch viel trainiert. Da werden wir nur ein bisschen rausnehmen vor Götzis, damit ich dort wirklich in Topform bin. Und einfach versuchen, konzentriert zu sein, die technischen Sachen umzusetzen. Und dann funktioniert das auch mit den Leistungen. Wie sieht der Formaufbau Richtung dem Saisonhöhepunkt dann im Sommer aus? Ja, auf jeden Fall sehr gut. Also wir haben ja die Halle weggelassen, deswegen fange ich schon sehr bald auch mit Götzis an für mich. Und ja, also bis August sind noch einige Monate hin und da wird man dann sehen, was da noch möglich ist. Götzis ist nächste Woche die EM im Sommer. Die Gegenwart heißt für uns Meisterschaft der Vereine und da liegt die Zehnkampfunion aus Linz im 1000-Meter-Rennen die Basis für die Führung. Susanne Walli, eigentlich eine 400-Meter-Spezialistin, überrascht die Konkurrenz und holt die volle Punkteanzahl für die Oberösterreicherinnen. Sie gewinnt die 1000 Meter in 2:56:53. Die Linzerinnen führen damit vor dem abschließenden Staffellauf. Bevor wir uns die Entscheidungen ansehen, noch ein erfreuliches Ergebnis vom Nachwuchs. Oliver Latzelsberger gewinnt den Stabhochsprung. 4,55 Meter bedeuten für den Pottensteiner das Limit für die unter 18 Europameisterschaft. Ich habe im Winter einige Probleme gehabt mit den Anläufen beim Training. Deswegen freut mich das jetzt umso mehr, dass schon beim zweiten Wettkampf funktioniert hat. Gleich gemerkt heute, das könnte was werden mit dem Limit. War die Form, die Tagesverfassung sehr gut? Die Motivation war auf jeden Fall da, wegen der Hitze und dem Wind habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber es hat sich dann in Wohlgefallen ausgelöst und ich war super drauf beim Einlaufen schon. Neben Oliver Latzelsberger schaffen auch Katharina Mahlfleisch über 100 Meter und Viktoria Wilhuber über 400 Meter Hürden das Limit für die unter 18 EM. Jetzt gibt es die Entscheidung bei der Vereinsmeisterschaft. Wir beginnen mit den Damen. Die Zehnkampfunion lässt sich den Gesamtsieg bei der abschließenden 4x100 Meter Staffel nicht mehr nehmen. Platz 2 hinter DSG Wien reicht. Zum zweiten Mal nach 2014 ist man Staatsmeister bei den Vereinen. Das ist das Resultat einer jahrelangen erfolgreichen Aufbauarbeit. Diese Mannschaft hat die U16-Vereine-Meisterschaft gewonnen vor vielen Jahren und jetzt sind sie in der allgemeinen Klasse ganz vorne. Und das ist einfach, einfach schön, das mitzuerleben und zu begleiten.
Welche Leistungen haben Sie besonders beeindruckt heute? Die Sarah Lacker war einfach sehr erfolgreich. Sie hat dreimal gewonnen. Vielleicht das für uns Besondere war die Susanne Walli, die wir zum ersten Mal bei 1000 Meter eingesetzt haben. Also eigentlich eine Sprinterin mit 400 Meter Stärke oder eher Spezialdisziplin 400 Meter und 200 Meter. Aber dass sie die 1000 Meter so souverän läuft, das war eigentlich das taktisch Kluge, weil wir haben uns, oder sie hat einfach jetzt einige Wochen sich auch auf diesen Auftritt vorbereitet. Das Finale bei den Männern. In der 4x100 Meter Staffel laufen die Schwächerter ein taktisch sehr kluges Rennen. Ein vierter Platz reicht den Niederösterreichern. Damit ist der 27. Titel für die SVS-Herren fixiert. Unser Erfolgsfaktor in den letzten Jahren immer schon ist eine wirklich ausgeglichene Mannschaft. Wir haben nicht unbedingt überall die ganz Top-Leute, aber die Top-Leute, die wenigen, die wir haben, die treten auch im Team an und das ist das Erfolgsgeheimnis. Also die tragen ihre Punkte bei. Sind auch in mehreren Disziplinen dabei und das bringt uns natürlich jedes Mal wieder in die Top-Position. Die Basis für eine erfolgreiche Saison ist also gelegt. Gratulation an die Linzer Damen und an die Schwächerter Herren. Nächste Woche wartet dann der nächste Leichtathletik-Höhepunkt. Da gibt's das Mehrkampf-Meeting in Götzis. Dann sollen die in Amstetten gezeigten Leistungen weiter verbessert werden.